Liebe Freunde, willkommen zurück. Das ist die Mission, die wir gleich starten werden. Wir hatten uns das ja am Ende der letzten Folge auch schon mal angeschaut. Mit vier Totenschädeln. Also das wird richtig schön knackig. Aber da können wir dann vielleicht mit etwas Glück auch guten Loot erbeuten. Und wir bekommen natürlich Credits und auch andere generell Schrottteile. So, wir schauen uns vorher noch unsere Mech-Rig an, ob wir die befördern können. I'm here. Good to go. Demos. 7600 Erfahrungspunkte gespart. Überhitzungsschwelle nochmal nach oben schrauben. Das machen wir ja. Das ist gut. Auch wenn sie dann als Nahkämpferin mal auf Gegner trifft mit Flammenwerfern. Training complete. So, What's up, Decker boss? 5800 EP. Plus 20% maximaler Sprint kommt neu dazu. Wenn wir bei Steuerung auf 7 gehen, das ist natürlich interessant. Okay. Bestätigen. Training confirmed, Commander. Dann haben wir noch Maximus mit 7000 EP. Nahkampfbasisgenauigkeit erhöhen. Oder noch bessere Waffengenauigkeit. Wir nehmen noch die bessere Waffengenauigkeit. Gerade wenn er im Highlander ist und dann noch besser treffen kann, ist natürlich super. Highlander ist ja unser überschwerer Mech. Mech Warrior Training complete. So. Und Medusa mit 3400 kann nichts machen. So. Dann haben wir es gemacht, haben wir die Punkte verteilt und dann starten wir den Auftrag. Tiefland ist auf jeden Fall wichtig, also viele Wälder mit Deckung. Schrottteile. Credits haben wir jetzt eigentlich aktuell erstmal ganz gut. Dann ändern wir das, dass wir drei Schrottteile gezielt auswählen können. Und kriegen dann noch einen neuen so dazu. Ja. Also von der Hitze her neutral. Das werden wir jetzt gleich auch bei der Zusammenstellung berücksichtigen. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt die Mechs haben mit der höchsten Hitzeeffizienz. Aber Highlander ist auf jeden Fall gesetzt. Black Knight ist auch gesetzt. Dann haben wir hier den Dragon mit der hohen Hitzeeffizienz. Immer noch einer, der bei der Hitzeeffizienz ein bisschen schlechter ist. Vielleicht tauschen wir das jetzt. Er hat ganz viel Munition dabei. Jetzt haben wir LSR-Munition dabei und zweimal AK-5-Munition dabei und dann noch im Laser. Der hat viel weniger Munition, ja. Hat dafür natürlich eine bessere Hitzeeffizienz. Hat weniger Panzerung. Aber halt doppelt so viel Munition. Okay. Wir nehmen den Munitionsvorteil. Und Tribuchet. PPK und LSR 15 Plus. Ah, ist halt immer super.
Den haben wir ja bisher immer mitgenommen. Schon oft darüber Gedanken gemacht, ob man dafür irgendwie was anderes mitnimmt, aber Shadowhawk mit der LSR 20 Plus ist natürlich auch krass, den nicht mitzunehmen. Aber wenn man die Gesamtmission betrachtet, geht es ja eigentlich nur darum, wie viel Munition da dabei hat. Ob es jetzt eine 20er oder 10er ist, geht halt da geht es dann darum, wie hoch der kurzfristige Schaden ist. Ja, machen wir so. Schon. Sonage 4, was genau zu den 4 Totenschädeln? Und dann geht's los. Okay, Moment mal kurz, hier haben wir kein Multiziel. Bei der Waffenkombination möchte man natürlich Multiziel haben. Aber hier. Ist Multiziel vielleicht sogar noch wichtiger. AK5 Reichweite sehr hoch, M-Laser Reichweite Standard. LSR 10 Reichweite extrem. LSR kann man über Hügel drüber schießen, mit der AK5 und den M-Laser natürlich nicht. Ja gut. Machen wir es so. Ich der Dragon. Der Medusa mit Multiziel und los geht's. Der Black Knight hat eine PPK und zwei schwere Laser eingebaut. Der braucht jetzt nicht unbedingt Multiziel. Wenn es dort genug Piraten gibt, um die örtlichen Behörden unter Druck zu setzen, sollten wir uns auf einen Zehnkampf gefasst machen, Commander. Jawohl. Command Interface initiated. Commander, unser Ziel liegt direkt vor Ihnen. Sie müssen genügend Gebäude zerstören, um die Einrichtungen lahmzulegen. Passen Sie auf fest installierte Verteidigungsanlagen und feindliche mobile Einheiten auf. Diese Piraten haben nichts zu verlieren, also rechnen Sie mit allem. Weitere feindliche Einheiten könnten aus der Basis strömen, also halten Sie die Augen offen. Olvera Ender. Good to go, Commander. Okay. Schauen wir uns nochmal die taktische Situation an. Höhenvorteile und kleinere Wälder. Und ist die Map zu Ende. Ich würde sagen, von der Taktik her sollten wir hier erstmal nach links. Und dann könnten wir uns das jetzt nutzen machen. Minimale Höhenvorteile. Weil von hier oben ist das ja nicht nur minimal. Also die Anhöhe hier, die sollten wir, denke ich, erobern. Könnte man theoretisch auch hier runter. Dann immer geschützt. Und hätten entsprechende Höhenvorteile. Okay, also. Wir sprinten erstmal hier. Aber. Ein Kontakt, ja oder nein? Erstmal nein. Oh. Move order received. Moving out. Heading out. Okay, weiter geht's. Beamoth hat übrigens immer noch einen Bonus. Das ist noch die Geschichte mit dem Schwarzmarkt, wo wir 1 Million investiert hatten.
Das fand sie super. Wir möchten jetzt als nächsten Schritt möglichst schnell in diesen Wald. Ja gut, Maximus geht einmal dahin. Schauen wir nochmal auf Bandbewegung. Kein Kontakt. Kein Feindkontakt, okay. So. Black Knight ein bisschen offensiver. Position confirmed. Auch noch kein Feindkontakt, okay. Gut, dann machen wir jetzt keine Experimente. Also wir gehen nicht noch weiter nach vorne. So, Maximus vorne in den Wald. Jetzt hätte ich ganz gerne Feindkontakt eigentlich. Aber wobei, hier geht es noch ein bisschen nach oben. Ah. Got it. So. Maximus, wir müssen jetzt aufpassen, dass die anderen nicht Maximus abhängen. Machen wir bei den anderen mal eine Runde wappnen vielleicht. Ein Kontakt, okay. Sehr gut. Das ist ein, ja, 65 Tonnen, ein schwerer Mech. 5 Tonnen schwerer als der Dragon. So. Muss mal schauen. Hier brauchen wir gerade Linien zum Schießen. Haben Spitzenpilot, also könnten praktisch von hier. Wenn er noch einen Schritt weit nach vorne geht, wahrscheinlich auf jeden Fall sehr gut austeilen. Dann haben wir ja ein Behemoth. Ah, Problem würden jetzt hier die indirekten Treffer sein. Weil wir so geklumpt sind. Okay. Da wollen wir ja eigentlich hin. Wenn da Türme sind mit Langstreckenraketenbatterien, dann könnten wir uns hier vielleicht auch schon erreichen. Ah. Wir sehen den bereits. Er hat kein Ausweichen. Aber Bollwerk aktiviert. 1040 Panzerung. Die PPK ist gerade. Die ist gerade gefährlich. Der Rest erst auf kurze Distanz. Ready for orders. Wir könnten hier mit beiden Waffensystemen angreifen. Moment. Würden aber, weil Bollwerk aktiv ist, halt viel weniger Schaden machen.
Mit der PPK würden wir die Sensoren schon. Das würde natürlich jetzt dafür sprechen, jetzt anzugreifen. Dann hat er mit der PPK eine schlechtere Chance zu treffen. Weil er hat den Höhenvorteil. Oh, kein Höhenvorteil. Okay. Jetzt eigentlich gedacht. Aber das reicht wohl nicht. Na gut. Ja, ich finde das mit Bollwerk schlecht. Wir greifen jetzt hier nicht beim Bollwerk an. Wir halten uns einmal zurück. Und wir halten uns noch einmal zurück. Waiting for my opening. Und noch einmal. Waiting for the shot. Jetzt bewegt er sich weg. Und greift nicht an, okay. Ah, dann hat er bestimmt wieder Bollwerk aktiviert. So. Ja, ich habe Respekt vor den Gebäuden, vor eventuellen Abwehrtürmen. Vielleicht gehen wir dann doch nochmal hier runter in den Wald. Dann gehen wir hier unten lang. Von dem Wald zu dem Wald und dann darüber. Dann haben wir hier den Höhenvorteil. Ah. Okay, rennen. Rennen wir einmal da hinten hin. Waiting for orders. Receiving you. Going full speed. Also wir sind auf jeden Fall gegen Energiewaffen geschützt und also Laser, PPKs. Aber da haben wir ja einen kleinen Hügel dann jetzt dazwischen. Orders. Wir halten uns wieder zurück. Holding for the right opportunity. Aye, aye. Holding. Ausweichen, Bollwerk verschanzt. Look at that. Someone Aha. Okay, so, jetzt werden wir, mit Maximus gleich nur mit der LSR-20 Doppelplus den hier vorne angreifen. Dann wird er keinen Vorteil durch sein Bollwerk haben. Theoretisch könnten wir jetzt auch wieder den Wald hier anstreben. Ja. Weil die Türme haben uns ja hier auch nicht erreicht gehabt. Wir haben Entschlossenheit 78%. Wir werden uns mit dem Highlander als letztes bewegen und vielleicht auch wieder hier in den Wald rein. Wenn die hier rüberkommen, dann kann der Highlander richtig schön den einen oder anderen Alpha Strike durchführen. What's up, Boss? Ja, und Beamoth sollte eigentlich auch wieder zurück.
Oh, schau ich das an. Leider Bollwerk. 60% weniger Schaden. Ah. Aber wir haben hier keine Munitionsverschwendung, nur eventuell Hitzeentwicklung. Ja, dann Maximus und Bemos in den Wald dann wieder zurück. Waiting for orders. Ja, hat man konnte man vorher nicht so genau absehen. Da hätten ja jetzt auch Gegner hier sein können. Na gut. So. Boah, das ist auch schwierig. So, da kommen wir in den Wald. LSR 10. Vielleicht kriegen wir den sogar zu fallen, ja. On my way. Der ist natürlich sehr stabil, also mit Bollwerk. Da kann man nicht so leicht umschubsen. Target. 40% weniger Schaden. Ein bisschen Stabilitätsschaden gemacht. So. Good to go. Eckar. Warum hat sie da nicht angreifen? Das ist Quatsch, schau da. Du kannst, bist du derjenige, der gerade die Sicht gibt. Gehen wir mal davon aus, dass die Prognose stimmt. Decker gibt gerade die Sicht auf den. Waiting for orders. Unwegsames Gelände. Alle Angriffe verursachen 150% Stabilitätsschaden. Plus 4 Schwierigkeit, Einheiten in unwegsamem Gelände mit Nahkampfangriffen zu treffen. Ja, Nahkampfangriffe spielen jetzt erstmal keine Rolle. Wir haben 78% Entschlossenheit. Ah. Mit Bemoth machen wir hier halt 40% weniger Schaden. Und Maximus. Aber wenn wir den da hinstellen. Ausgeschützt. Es geht jetzt auch um Stabilitätsschaden. 40 Stabilitätsschaden. Ah, okay. Wir können die Wachsamkeit auch beiden geben. Dann kriegen wir nur den 50% Bonus nicht. Ja, machen wir das ruhig mal. Also. Erster Highlander. Wir kriegen halt sonst Bollwerk nicht aktiviert. So. Jetzt nochmal überlegen, entweder Ghost-Geschütz oder LSR-20. LSR-20 hat Schadenspotenzial von 80. Ghost-Geschütz 75. Und das Ghost-Geschütz trifft ein bisschen besser. Ja, nehmen wir jetzt das Ghost-Geschütz, dann geht halt hier der Verteidigungsbonus weg. Okay, da haben wir den mittleren Torso getroffen. Ach, da kommen direkt 5 Schaden auf den Strukturwert auch durch. Panzerbrechen sozusagen.
Und 75 von der Panzerung ist halt auch schon weg. So, Beamoth. Da kommt dann auch die Wachsamkeit. On my way. Und wir schauen uns jetzt mal die Hitzeentwicklung an bei einem Alpha Strike. Minimal. Okay. Prozent weniger Schaden, aber da ist jetzt keine Munition verbraucht worden. So. Bist du immer noch derjenige, der dir die Sicht spendet? Meisterstratege. Kann ich hier stehen bleiben? Du bist super früh dran. Ja, mit dir auch darüber. Wie gesagt, der ist super früh dran. Mittlerer Mag mit Meisterstratege. Das heißt, der ist, normalerweise wäre der mittlere Mech in Phase 3 dran, durch Meisterstratege Phase 4. Also den können wir hier sofort in den Wald rüberziehen. So. So viel zu der Theorie, ja. Ach, vielleicht, wenn wir die Mechs besiegt haben, dann sind wir wieder in der Sprintphase, dann können wir hier rübergehen. So, das sind doch schöne Werte. Firing a full salvo. So. Commander. Wie wir es gerade besprochen haben, der ist schnell dran. So, dann wir müssen hier genug Platz haben, genug Baum, Wald dort sozusagen. Ah, vielleicht die drei, ja. Nicht hintereinander, sondern nebeneinander. Damit wir bis dort gehen. Sagen wir mal 90%, das ist doch hervorragend. Roger that. Locking in all weapons. So, er wird schon unsicher. Ah, okay. Quick Draw. Schwerer Mech. Vanguard. Ja, der war jetzt früher dran, Phase 3. Und Vanguard ist vielleicht auch, vielleicht auch Meisterstratege. Auf kurze Distanz wird er richtig böse hier. KSR4 und 4-mal M-Laser. Also kann 4-mal mit einem Laser schießen und 4 Raketen abfeuern. Aus der Distanz LSR 10. So. Good to go. Beamoth. Wir haben Spitzenpilot, wir könnten auch erst angreifen. Da hinten haben wir auch Bollwerk. Machen wir hier weiter. Geschossen hat 67%. Ah. Also wie gesagt, nebeneinander, nicht hintereinander, wegen den Querschlägern. Okay. Einmal dorthin, Alpha Strike. Und ein Black Knight, okay, die Gegner sind krass.
Black Knight. Boah. Boah, der bekommt aber nicht das Problem. Auch wenn wir nicht in der Wüste sind. Also, der kann vielleicht. Ich würde sagen, einen Alpha-Strike durchführen und danach muss er schon Waffensystem abschalten. So, dann werden wir Maximus noch aktivieren. Ah, er bekommt leider kein Ausweichen. Ja, das wäre das Thema mit den Querschlägern. Auf der anderen Seite, wenn wir ihn hier nach oben stellen, dann schnappen sie sich ja vielleicht Tribuche. Aber Tribuche ist auch wiederum als in der nächsten Runde früh dran, also. Ja, also wir gehen hier in den Wald. Boah, wir können die im Laser leider nicht abfeuern. Ah. Ah, okay, wir werden das finden. Klar. Multiziel. Wollen wir ein bisschen nach vorne gehen? Sind da die M-Laser immer noch nicht. Immer noch nicht angezeigt. Okay. Sieht man ja an den Pfeilen. Man damit mehr Waffensystem angreifen kann. So. Stabilitätsschaden. 40. Ah, das Problem ist. Der ist ja jetzt vorher dran. Wenn wir den jetzt zu Fall bringen, dann kann er trotzdem aufstehen. Aber er kriegt eine Verletzung. Er würde eine Verletzung kriegen. Stabilitätsschaden 24 mal, also doppelt so viel Stabilitätsschadenpotenzial. Ja, dann lasst uns den hier ruhig der LSR 20 und einmal Gauss-Geschütz auf den Black Knight. So. Fällt hin. Verfehlt. Warning. Enemy sensor lock detected. Ah, okay, den können wir jetzt noch einmal gezielt angreifen mit Medusa. Ah, sind aber. Da kann man nur mit der LSR-10 angreifen. Da kriegen wir keine gerade Linie. Das ist alles gebogen. Ah. Ja, wenn wir hier nach oben laufen würden, dann könnten wir hier auch mit allen Waffensystemen angreifen. Kann man sich überlegen. Ne, der aktiviert sich ja noch. Das ist blöd. Der hat kein Bollwerk. Die anderen haben alle Bollwerk. Wollen wir jetzt nicht hier in der Front, an der Front haben. Also kannst ruhig ein bisschen flankieren und so, aber halt dich ein bisschen zurück. So, Thunderbolt, ein schwerer Mech. Wirklich weiterhelfen tun uns da eigentlich auch nur noch über Schwere. Wie der Highlander. Man kann schon jetzt darauf setzen, den möglichst schnell rauszunehmen, ja. Mittleren Torso anvisieren. 70% unserer Treffer gehen auf den mittleren Torso und 90% treffen wir generell. Na gut, wir machen maximal 40 Schaden. Oh.
Ja, gut. Ah, steht auf, hat die Stabilität komplett zurückgewonnen. Und hat mit der PPK geschossen und daneben geschossen. Jetzt steht er natürlich auf dem Präsentierteller da. Also, er hat kein Bollwerk, keine Deckung, gar nichts. Okay. Leute, wir machen hier einen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter. Macht's gut, bye bye.